Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich heiße Christian Römer, verantwortlich für die Kulturabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Theater und Netz. Diesmal unter dem Titel Digitale Bühnen des Extremismus. Erstmal toll, dass wieder so viele gekommen sind. 9:30 Uhr am Sonntag ist in Berlin als Anfangszeit schon unter der Woche unüblich. Aber heute bestimmt der Flugplan der Lufthansa unser Timing. Unser Gast Nicolas Stehmann muss die einzig mögliche Maschine nach München um 13 Uhr erreichen, um heute Abend seiner Inszenierung an den Münchner Kammerspielen selber auf der Bühne stehen zu können. Wir bedanken uns schon jetzt, dass er das macht und schafft. Toll. Ich halte mich deshalb jetzt kurz. 4 Jahre Theater und Netz. Ich frage Sie mal alle, wer ist zum ersten Mal hier? Bitte ums Handzeichen. Aha, okay. Wer ist zum zweiten Mal hier? Okay, zum dritten Mal. Okay, zum vierten Mal. Ah, oh, holala, echte Veteranen. Ingo, sehr gut. Residenztheater am Start, hervorragend. Okay, gute Mischung, sehr gut. 4 Jahre Theater und Netz, rekapituliert in 30 Sekunden, beschreibt den Wandel des Mediums Internet im Theater. Es begann im ersten Jahr mit Social Media Workshops für die Kollegen und Kolleginnen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dem Wandel der Theaterkritik durch das Netz. In der zweiten Ausgabe befragten wir die Rolle der Künstlerinnen und Künstler im digitalen Zeitalter. Im vergangenen Jahr wurden wir dann international und stellten drängende politische Fragen der vernetzten Gesellschaften in den Mittelpunkt, soweit sie im Theater verhandelt werden. Interessanterweise erhielt unser Gast Amelie Deuffelhardt im letzten Jahr, kurz bevor sie auf dieses Podium stieg, die Nachricht, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Fabrik Kampnagel aufgenommen habe, aufgrund einer Klage der AfD. In gewisser Weise führte dieser Vorfall und viele weitere in der näheren Vergangenheit und Gegenwart zu unserem diesjährigen Thema, die digitalen Bühnen des Extremismus. Bevor es losgeht, 4 wichtige Informationen. A, Twitter-Wall ist draußen, öffentlich. Sie können natürlich auf TN16, #TN16, das Gespräch verfolgen. Fände ich wichtig und super, wenn viele twittern, weil dann haben wir quasi ein zweites Gespräch zu dem Gespräch hier laufen. Alles sichtbar draußen und natürlich kann auch Hallo im Stream. Könnt ihr da draußen auch twittern? Wir versuchen auch Fragen von euch über Twitter hier einzuspeisen. Zweites, Internet, Freifunk, 5 Sterne, das heißt kein Passwort, ihr seid alle drin hier. Cyberräuber-Team drüben, die es von euch schon gesehen haben, da kann man sich noch anmelden für einen Slot heute oder morgen. Ja, das ist die Sache mit den Brillen, mehr sage ich nicht. Und dann Kulturbloggerinnen endlich mal kennenlernen. Die haben heute Morgen geclustert unten. Die Themen sind Kulturbloggerinnen und Blogger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hier. Wenn ihr mal wissen wollt, wer über euer Theater schreibt im Netz, heute könnt ihr sie kennenlernen. So, natürlich kann ein solches Unternehmen nur im Team gelingen. Gemeinsam mit Esther Slevogt und Christian Rako von nachkritik.de sind wir seit 4 Jahren ein Team. Deshalb übergebe ich jetzt auch an Esther Slevogt, die ebenfalls begrüßen und gleich ins erste Panel überleiten wird. Ich wünsche uns einen interessanten Tag. Vielen Dank. Danke, lieber Christian. Guten Morgen und willkommen auf der Konferenz Theater und Netz. Christian Römer hat gerade schon sehr gut zusammengefasst, was wir hier in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten erarbeitet haben. Ich werde also keine weiteren protokollarischen Pirouetten drehen und gleich zum nächsten Programmpunkt übergehen. Theater trifft Politik, politisches Theater in der Postdemokratie. Was hat das mit Extremismus zu tun, haben Sie sich vielleicht gefragt. Digitale Bühnen des Extremismus ist unsere Konferenz überschrieben. Mir scheint, ein wesentlicher Boden, auf dem die extremistische Saat gerade so gut gedeiht, ist der massive Glaubwürdigkeitsverlust des demokratischen Systems und der Kräfte, die es tragen. Lügen, Pressebrüllen, die Leute auf den Pegida-Demos und selbst noch in den Arbeiten linker oder sich als links definierender Theaterleute, ist dieses Misstrauen zu spüren. Wie berechtigt oder unberechtigt das ist, darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Festzustehen scheint mir allerdings, dass dieses Misstrauen und das Bild von der Demokratie und ihren Repräsentanten als von Wirtschafts- und Partikularinteressen korrumpiert, gerade sehr machtvoll wirksam ist.
Genau dieses Bild spielt auch Nicolas Stehmanns Inszenierung Borgen an der Berliner Schaubühne zurück. Borgen basiert auf der gleichnamigen dänischen Fernsehserie. Also falls es jetzt nicht alle gesehen haben, weil das nicht so wahnsinnig breit im deutschen Fernsehen lief. Die wurde zwischen 2010 und 2015 ausgestrahlt. Die Borgen, das ist das Schloss Christiansburg, Sitz der dänischen Regierung und in Dänemark ein Begriff wie das Weiße Haus oder Downing Street Number 10, also Synonym für die Regierung. In mehreren Staffeln blickte diese Serie in die Eingeweide des politischen Systems und derer, die es gestalten, ob das Politiker sind oder Presseleute oder die Gehilfen, Spin-Doktoren. Protagonistin ist eine Politikerin, die durch eine Intrige gegen ihren Vorgänger fast durch Zufall an die Macht gelangt und Brigitte Nyborg heißt. Diese Serie hat Nicolas Stehmann einem Abend zugrunde gelegt, in dem er die untergründige Botschaft dieser Serie dekonstruiert, dass nämlich auch Politikerinnen und Politiker Menschen sind, die versuchen, sich selber treu zu bleiben, während sie im politischen Tagesgeschäft ständig um Mehrheiten und Kompromisse kämpfen, weil Demokratie eben so funktioniert. Nein, das ist alles Ideologie, setzt zumindest meiner Lesart zufolge Stehmann in seiner Borgen-Variation dagegen. Politik korrumpiert den Einzelnen immer, weil es immer nur um persönliche Machtinteressen geht. Die Ideale versinken im Schlamm fauler Kompromisse. Demokratie ist Makulatur. Tatsächlich werden die Strippen von Lobbygruppen gezogen, Politik von Wirtschafts- und anderen Partikularinteressen gesteuert. So. Also das ist das Bild. Und hier kommt nun Jürgen Trittin ins Spiel, der sich gleich darüber unterhalten wird mit Stehmann, ein prominenter Politiker aus der Gründergeneration der Grünen, die eben 1980 selber einmal losging, um das demokratische System zu erneuern und zu verbessern. Und vor allem ist es einer, der das politische System als jemand kennt, der es fast 20 Jahre als Minister mitgestaltet hat. Er ist Landesminister in Niedersachsen, später Umweltminister in der Regierung von Gerhard Schröder, der also plötzlich die Möglichkeit hatte, die Themen politisch gestalten zu können, die sozusagen die grünen Kernthemen waren und uns vielleicht auch was darüber erzählen kann, welche Kompromisse man machen muss. In einem Radiointerview nach der Premiere von Borgen an der Schaubühne hat Jürgen Trittin, der ein erfahrener und versierter Theaterbesucher ist, Stehmann und seiner Inszenierung eine pegidahafte Simplifizierung des Themas Politik vorgeworfen, die sich nicht wesentlich von denen der Lügenpresseagitatoren unterscheiden würde. Das jetzt mal als Voraussetzung, aber bevor wir nun mit den Kombattanten in medias res gehen, bitte begrüßen Sie mit mir Nicolas Stehmann und Jürgen Trittin. So.